Das sind meine! Brennen können sie sehr gut. Das kriegen sie hin. Aber es war das Einzige, was sie können. Ach, wenn's blutet, kann man es auch töten. Jetzt fang du nicht auch mit diesen Sprüchen an. Wieso auch? Weil ich mich damit erst letztens mit jemandem drüber unterhalten hatte. Ah. Ich weiß gar nicht, welchen jemand du meinst. Ne? Über den Predator und halt diese saudämlichen Sprüche. Ja, sorry, ich bin allein, geschädigt. Ich bin geschädigt. Allein im Film halt die Szene mit, du blutest. Hä? Ich hab keine Zeit zu bluten. Bestes, weißt du? Heldenmutig sind die. Wo du dir nur denkst, Wahnsinn, Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. So in etwa war das gestern auch. Ja? Ach, du blutest, ja, ich hab keine Zeit zu bluten. Aber, schieß da drauf. Wo drauf? Das fliegende auf Ding? Das fliegende okay. Ding. Das kann ich. Och, jetzt. Oh, nee. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Yay. Ich hab schon. Na, er schon wieder. Ich hab ihn gerade hochgeholfen. Geht er 2 Meter, fällt er wieder um. Wie so ein richtiger Kackbuhn, weißt du? War noch so ein Viech. Den holt er sich aber scheinbar. Okay. Ich hab mich schon gewundert, warum mache ich denn keinen Schaden? Yay! Aufzug, yay. Aufzug! Entkommen, entkommen! Was hat das mit Enten zu tun? Weiß nicht. Okay. Alles, alles hat mit Enten zu tun. Alles schmeckt wie Hühnchen. You sure you can get us there? Ah, Hühnchen. Nichts im Vergleich zu Enten. Ja, kann sein. Enten sind die einzig wahren Herrscher. Was machen die denn da? Achso, sterben. Da ruf vor der Tür. Ja, aber die Frage ist, warum? Polizeiauto! Abmarsch! Panik! Fahr schneller, fahr schneller! Piss aus, weil wir auch das Schild in der Motorhaube stecken. Nö. Meine Vision von Saints Row funktioniert. Ah, Gott. Wie darf ich hier rumfahren? Dass du die Szene auch mal gefahren bist. Ja, ich glaube auch, dass ich die gefahren bin. Ich komme da nicht durch! Bam! Wir sind so tot. Beim nächsten Mal fahre ich. Gar nicht. Hol! Erstmal die. Da verrecken wir wenigstens. Machen. So ist doch echt lame. Verrecken wir gar nicht. Was ist jetzt? Warum hatte ich auf einmal nur die Rückansicht dieses Autos? Ich habe keine Ahnung. Ich fand halt nur schön, dass halt die Einschusslöcher einfach mal verschwanden. Die sind halt, ne, das ist so wie beim Terminator, so beim Zweiteil. Ah. So Carbon-Overlay halt. Wenn du da reinschießt, ne, dann geht das irgendwie weg. Ja, verstehe. Sollten hier nicht überall noch Stack-Zo-Typen sein? Ja, freu dich doch, dass sie nicht da sind. Es ist so leer. Das geht nicht. Es ist viel zu leer. Zurück. Oh shit. Ich bin weg. Ich auch. Aber in eine andere Richtung. Ich habe überlebt. Ah, schön. Ja, weil ich die Zielgewalt war schön. Die Sekunde gewartet und auf einmal kamen alle Typen. Commander of the Special Tactical Anti-Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag Initiative. So how long, Junior, sir, one question, please. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. We have the full support of Mayor Reynolds. How will Stag impact our daily lives? When we win the war on urban terror, you and your families will be safe again. Sir, ich habe auch eine Frage. Was ist mit Keksen? Tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home to be with her tough guy boyfriend.
Jessica thought her life was pretty sweet. Until a gangbanger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally. If Jessica Parrish was your daughter, how far would you want me to go? Thank you for your time. Bis nach Amerika. Und noch viel weiter. Auch schön ist, dass ich hier im Hintergrund immer noch den Sound davon habe, dass ich wenig Leben habe. Also wenn schon, denn schon. Wie ein richtiger Kackbuhn halt, ne? Ja, also, ne, wenn, dann ganz richtig. Dann mit vollem Einsatz und Elan. Ja. So, jetzt müssen wir aber einmal kurz, bevor wir bevor wir den nächsten Auftrag annehmen, würde ich einmal ganz gern, würde ich einmal ganz gern Munition kaufen. Mhm. Genau. Mach ich auch gleich. Und auf dem Weg dahin nehme ich natürlich alles an Gebäuden mit, die ich kaufen kann. Überhaupt mal kurz gucken, wo der Shop war. Von hier aus. Da oben, okay. So, was nehme ich denn jetzt für ein tolles Fahrzeug? Weiß ich nicht. Nice. Awesome. Ja, aber erstmal das noch kaufen. Da können wir auch noch mal hier noch mal ganz kurz. Ja, komm, machen wir das. Passt. Griffe, was haben wir da noch? Ah, ist ja wow. Okay. Gut. Spiel fortsetzen. Yeah, ich habe wieder ein neues tolles Auto. Schon wieder ein tolles neues Auto? Ja. Okay. Wart's ab. Jetzt kommt's. Den tune ich jetzt wie irre auf. Aber was genau hast du denn da jetzt? Dreh dich mal um. Warte. Oh, toll! Das Putzauto. Warte, lass ich das eben kurz wegbringen. Ja, sofort. Lass mich kurz mein Motorrad rausholen. Shit, das ist jetzt ohne Mods. Ah, oh, jetzt ist der gerade ausgestiegen. Warum kann ich nicht das nicht wegbringen? Versuch's jetzt nochmal. Und einpacken? Nee, kann ich tatsächlich nicht wegbringen. Wie ein Auto, das man nicht einpacken kann? Probier das jetzt eben kurz nochmal, wenn du dann draußen bist mit deinem Ding, aber... So. Ja. Okay. Bin raus. Moin. Ah doch, jetzt geht's. Lag vielleicht einfach daran, dass du... Weil ich da bin. Da gibt's erstmal gleich einen Instant-Debuff. Ja. So wie immer eigentlich. So. Dann gehe ich mal kurz Gebäude kaufen und so. Ja, was? Oh. Mein Motorrad fährt einfach mal ohne mich. Ciao, ich bin dann mal weg. War schön mit dir, Fahrer. Ja, mach's gut. Das ist bestimmt so ein Transformer da. Oh nein. Mein Eigenleben. Oh mein, dann werde ich hier erstmal von dem Stack hier auch noch beschossen. Er schießt es. Es ist ein Roboter. Es will die Welt übernehmen. Ich fahr weiter. Das wird schon. Naja, ich möchte das kaufen für 1000. Jetzt möchte ich aber auch schnell wieder rauf auf das Motorrad, damit ich auch... Alter, was machst du denn da schon wieder? Ne, das war's gar nicht. Ja. Das waren NPC-Autos, die einfach mal wild umherballern. Und wieso haben wir so viele Sterne? Keine Ahnung, ich werde angeschossen. Ich habe mit Absicht niemanden angeschossen. Okay. Lass das mal so gelten.
So. Hallo, ich hab gar keine Sterne. Also ich hab 3 Sterne. Ich hab 1. So, noch ein paar Sachen jetzt kaufen oder was? Noch ein paar Sachen kaufen, also wenn schon, denn schon. Wenn man hier schon mal unterwegs ist, Gebäude kaufen, dann kann man das hier auch mal kurz zu Ende machen. Ja. Gebäude kaufen! Kaufen, 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 kaufen. Need more kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen. Hast du schon was gekauft? Ja. Ich bin auch gerade noch am... Aber ich bin auch nur bei stündlichen Einnahmen von 5.000, also du bist sowieso viel weiter als ich. Ich bin gerade noch beim Tätowierer, einfach mal bei... Ne? Mhm, einfach weil... Verkehrt. Die 10.000 habe ich nicht mehr. Wo ist denn mal so ein Shop zum Einkaufen? Nehmen wir doch mal den. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche tollen Klamotten kriegen. Bestimmt nicht. Warum nicht? Weil du scheiße bist. Oh. Bin ich gar nicht. Ja doch, irgendwie schon, ne? Gar nicht. Nicht? Okay, dann nicht. Nein. Sehe ich gar nicht ein. Gut. Was kommt jetzt? Perfekt eingeparkt. So ja, mit so einer Dreifachdrehung, ne, und dann in die Parklücke. Ja, perfekt, ne? Denke ich immer noch dasselbe, diese Läden hier. Wenn es aber auch hier für Tattoos gibt, und meine Güte, sowas würde ich mir niemals tätowieren. Nee? Nee. Würdest du dir überhaupt ein Tattoo machen lassen? Ja. Solange es kein Seepferdchen ist. Nee, ein Seepferdchen wird es definitiv nicht. Sorry, aber so gern ein Seepferdchen mag ich nicht. Okay. Klingt komisch, ist aber so. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso. Also mag ich eher Schildkröten als Seepferdchen. Okay. Da würde ich mir echt eher eine Schildkröte tätowieren. Du lachst. Ich nehme dich schon ernst, aber trotzdem, es klingt einfach nett. Und da ist Saints Row wieder mal abgeschmiert. Oh, jetzt ist es schon wieder abgeschmiert. Wieso denn das jetzt? Lass mich raten, er hat wieder nichts gespeichert und so. Nö. Stark. Weil das so random ziert, dass... ich so schnell gar nicht speichern kann, da müsst ihr alle 10 Minuten speichern. Ich sag ja, ich habe ein funktionierendes Saints Row. Ja, aber was ist denn hier kaputt? Ich habe keine Ahnung. Kannst du echt nicht das sagen. Das kann doch nicht immer abschmieren. Doch, kann schon, muss nur nicht, ne? Ja, aber dann ist irgendwas bei der Installation oder so doch wieder schiefgelaufen, wenn das hier immer abschmiert. Ja, wobei, du musst ja nicht mal irgendwas installieren. Das installiert sich ja von selbst. Ja? Okay. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, als ich das Spiel installiert habe. Es ist Steam. Ja. Da ist nicht viel mit installieren. Naja, du musst es runterladen. Das ist ja doch ein gewisser Installationsprozess, der durchgeht. Ja, aber nee, nicht viel. Okay. Vestas möchte ein Spiel mitmachen. Ja, okay. Ausnahmsweise. Weil du es bist. Was ist das da auf der Map? Hä? Ah, okay. Ein unbekanntes Geschäft. Oh mein Gott. Ja. Und es sieht aus wie eine Werkstatt. Wow. Alter, ich möchte es kaufen. Alter, ich möchte es kaufen. So. Was? Ich bin vom Dachsprung, ne?
Er hat den Fallschirm dann geöffnet, bin auszusehen nochmal auf den Fallschirmknopf bekommen und leider direkt auf so eine riesige Mülltonne mit dem Gesicht geknallt. Naja, ne, Müll zu Müll, ne?